Okay, dann lass reingehen. Lass in die Ding. In die TikToks gehen, Adrenis. Lass in die TikToks gehen. Bisschen ablenken, bisschen Leben überlegen. wieder Mama ruft die Jungen, sagt, wie geht's dir? Ich sag, gen. Minus Grad am Block, aber mein Telefon am Brennen. Mon Frère aus Montpellier trägt in der Trainingshose Plennen. Ey, der hat geleakt! Diesen Sonntag. Ey, der ist so ein Wichser, Junge. Wenn man jetzt 1 plus 1 zusammenrechnet, dann weiß man doch, wer verliert und wer gewinnt, Junge. Der ist so ein Wichser, Junge, ja. Im Reno bis nach N, Frero leben wieder N. Mama ruft die Jungen. Herr, sei doch leise, Kid Maeve. Ich hab es geschafft, diese 10 Folgen, die kommen, nicht zu leaken. Alles, was ich euch sage, bringt euch nur auf falsche Fährten. Ich spiele mit eurer Psyche. Alles, was ich gesagt habe, ist eine Lüge gewesen. Vertrau mir einfach. Ich habe nichts gespoilert, Cousin. Ich habe es ganz Zeit geschafft, euch auf in die Irre zu führen. Und ihr wisst nicht, wer gewinnt. Und ihr habt keine Ahnung. Vertraut mir einfach. Wie krass, gell? Nur für das Gehirn jetzt, okay? Nur fürs Gehirn jetzt. Wie krass wäre es, wenn der Song gar kein Teil von Rap La Rue ist, an gar keiner Challenge teilgenommen hat. Wie krass wäre das, Bruder? Wie krass hätten wir mit Leute ihrer Psyche gespielt, wenn dieser Song gar nicht ein Teil von Rap La Rue Challenges ist? Ja, 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 schreibt einer. Boah. Wie krass wäre das, J.U.? Sei mal ehrlich. Wenn dieser Song mit gar keiner Challenge was zu tun hätte. Bruder, ihr dürft nicht auf die Häppchen reinfallen. Versteht ihr? Chillt. Geduld. Sabr. Wer es glaubt. Bruder, lass mich doch nicht auflösen. Forder mich doch nicht heraus. Sollen wir auflösen, J.U., oder nicht? Und am Ende tust du nur so, Cousin, und das ist trotzdem drinne. Kann auch sein, Bruder. Kann auch sein, Bruder. Kann auch sein, Cousin. Kommt jede Woche ein Video nur? Ja, Lemir. Es gibt manche Wochen, da wird es 2 Videos geben. Aber, ja. Nix leaken, okay, ich sag nix. Wie ich den Unterschied zwischen Sammy und J.U. suche, sind dieselben Personen. Nein, der Unterschied ist, ich verdiene mein Geld mit Twitch und er ist Rewe Leergut räumen. Nie gefeiert. Deswegen nervt mich nicht mit, die Avian, hört die Avian, hört selber Avi, Bro. Aber es ist nicht mein Musikgeschmack. Fandet ihr jetzt geil, dass ich auf ihn reagiert hab? Hat es euch irgendwie befriedigt? Also Bocken, ich hasse die Musik. Feier ich 0,0. Tic-Tac, الهجوم الصحفي ركلة مثل الأولمبيك ام فيفا ستريب سبعة ريبيري الحيل مع جينز دي سكوير على جيل فانتشر السكس اكسبرس أنا مثل فرانك لامبارد تكتيك واحد اتنين الصوف سبان يرمي مثل بنزيما هيدريكس نفق راب عمان منجستين تريكو ألماني كاريتلو من أونتر ذا شيخ مثل فيديو خللي الكل ينزلوا زي المحطات مع إلاستيكو السي لا كابتين شعر طرزان زي كفاني والله er war schon fertig, der hat immer noch übersetzt, der hat immer noch übersetzt, Cousin. مخزني بيحمل أناص بيطخ الثغر زي السلامي كيدز 12.04. Traut sich Sammy mich rauszuwerfen bei Rap La Rue? Komm, Junge! Komm, Junge! Pader der Schmale! Pader der Schmale! Ich nehme alles zurück, Cousin. Ich nehme alles zurück. Tracy, ihr habt keine Ahnung, ja. Pada war 8 Jahre lang im Militär, Cousin. Voila. Pada hat eine Glatze, Cousin, gell? Diese Glatze, Bruder, und ich werde jetzt eine Sache leaken, Pada, falls du das hörst. Voila, J.U. hat ein Foto von dir gemacht, als du geschlafen hast, Cousin.
Und er hat es mir geschickt und er hat gesagt, guck mal, ich habe Pader sein Glatze. Ich sag, Bruder, ich will damit nichts zu tun haben. Pader ist ein korrekter Typ. Pader ist ein super Typ. Und wenn er will, Bruder, Dreddies, er war 8 Jahre lang beim Militär, Bruder. Nicht eine Woche. Nicht Ausbildung und dann weg. Der war 8 Jahre, der hat's geliebt. Er hat mit jeder Waffe schon 80 Mal geschossen, Cousin. So. Jetzt in Mercedes, CLS, geh aus dem Weg, ich komm zu spät. Jetzt wollen sie reden, schwing doch, ich hab doch Pakete hinten drin. Ich geb Gas. JU sagt, Sammy hat es mir geschickt. Wallah, zum Glück gibt's die Funktion, dass man einfach sein Handy in die Kamera halten kann und zeigen kann, wer es wen geschickt hat, Cousin. So, lass mal kurz hier rein. So, Cousin. So. Puh, ich kann es nicht zeigen wegen Pader, Cousin. Aber Pader JU hat's geschickt. Bruder, Bruder. Jason Statham, Bruder, ehrlich. Das ist hart, Bruder, ehrlich. Ich hab schon Screenshots davon gemacht, Reddys. Weißt du, was für Vibes du mir gibst? Meinst du Fuckboy-Vibes? Nein, nein, um nein. Gottes Willen. Volle Walle. Wie cringe, Cousin. Oh mein Gott. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich sag ihm, weißt du, was für Vibes du mir gibst? Er sagt, du meinst so Fuckboy-Vibes, gell? Nein, Bruder. Alter, der Arme, ja. Weißt du, was für Vibes du mir gibst? Meinst du Fuckboy-Vibes? Nein, nein, um nein. Gottes Willen. Entweder Kfz-Mechatroniker oder Soldat. Oder Soldat. Das gibst du mir. Du das achtest sehr auf sogar. Deine Ernährung. Wie stimmt sogar? Ich war bei der Bundeswehr. Du bist bis jetzt der Lustigste gewesen, sag ich dir ehrlich. Na, Baby. Da fehlt diese... Spannend. Was sagt ihr? Boah, erster Eindruck? Ich sag dir ehrlich... Der in der Mitte? Niemals, Cousin. Der sieht aus, als ob der Scharia zu Hause hat, Cousin. Bruder, der ist so Model oder so. Was, okay. Was soll das heißen? Das, ich denke nicht. Also von seinem Gesicht denke ich nicht. Der hinten rechts, der sieht eher aus wie Premium-User. Der ist niemals... Der ist niemals Darsteller, Cousin. Niemals, Bro. Was hab ich euch getan? Hab ich euch irgendwie mal... Woher kommt ihr alle denn wirklich? Hier aus Deutschland. Pur Deutsch. Pur Deutsch. Krass. Aber du sprichst Russisch. Mein Vater kommt aus Russland, aber ich bin hier geboren. Ja, aber dann bist du ja trotzdem... Meine Mutter kommt auch aus Russland. Also meine ganze Familie kommt aus Russland. Ja, ja. Ja, das, ja okay, dann... Walla hart. Sammy, Mobber gar nicht. Ey, seid mal ehrlich, Dreddys. Das ist nicht... Seid mal ehrlich. Bruder, dieses Format braucht so einen Typen. Sonst ist es langweilig, Cousin. Wenn man immer drauf achtet, was man sagt, Bruder. Wenn man natürlich, man soll niemanden verletzen, weißt, was du Cousin. Weißt du, man muss im Endeffekt nett sein zu den Leuten. Und Bruder, wenn die... Ich sag auch immer, hey, guck mal, das dient nur zur Unterhaltung. Nimmt es nicht persönlich. Das ist nur ein bisschen zum Lachen, Bruder. Weil wenn wir da 2 Stunden sitzen und es drehen, Bruder, und jeder macht so, ja, also ich denke, ja, Cousin, ich hoffe, meine Mutter, ich schlaf ein, Cousin. Dann müssen wir Rufmord machen, Cousin. Ich will ein bisschen mobben, Bruder. Weißt du, mal ein bisschen Ding. So, fuck. Es sind so viele hübsche Mädchen unter dem Sound und ich darf mir tägliche Haaland-Kommentare... Immerhin sagen die nicht Brock Lesnar. Wann wechselst du zu Barca? Sei nicht traurig, nächste Season wird top. Nächste Saison wird top. Der tanzt irgendwie auf jeden Song gleich, gell? Der Süße, ja, das.
Das Korrekte an dem Laden ist, ist, als ich hier in Kiefer... Willi macht Hamed nach wegen seinem Kieferbruch. Ich musste ja trotzdem noch nach Leipzig und ich konnte nichts kauen. Und dann haben die für mich extra das Essen püriert. Also Brot püriert, Pommes püriert, Dönerfleisch püriert. Etwas, was ich niemals hätte essen können und ich konnte das dann einfach schlucken. Das war krass. Ehrenmänner. Aber wenn du das im Nachhinein siehst, ist nur Spaß. Das Korrekte an dem Laden ist... Ich hasse diese Videos. Ich hasse diese Videos, Digga. Ich hasse diese Videos, Junge. Ich hasse. Diese Handy mit marokkanische SIM-Karte. Sugar MMFK ist doch noch bei Rap La Rue. Auf diese Handy mit marokkanische SIM. Nein, Jungs, nein, Ennis. Das ist zu viel, Bruder, ja. Das ist zu viel gesagt. Aber hey, hat Gift in Stock 17, Bruder. Désolé. Alle, der Uzi hat damit einen Skandal gemacht, Reddys. Okay, wer ist das hier? Ihr müsst raten, das sind immer Rap La Rue-Künstler. Wer ist das hier, Dreddys? Mani. Hier? Ihr müsst schnell machen, ihr müsst schnell machen. Wer ist das hier? Nuhat, Walla, ihr seid gut. Ja, das ist klar. Uiui, ich merke langsam... Kommen diese Leaks aus der Villa, Cousin. Du bist selbst nicht von diesem Planeten, mein Kopf tausend Fotos. Hab dich gesehen und mich voilà. Verliebt. Guck mal, was die ernsthaft machen. Guck mal bitte. Guck mal bitte, guck mal. Stapeln Stühle. Tüten, Einkauf. Zementsäcke. Guck mal. Die bauen Turm. Alle. Leben wieder in. Mama ruft die Jungen, sagt, wie geht's dir? Ich sag, bien. Minus Grad am Block, aber mein Telefon am Brennen. Mon Frère aus Montpellier trägt in. Ey, Bruder, bist du dumm? Warum schreibst du das dazu, Junge? Bei deinem neuen TikTok mit mir, mit dieser Fünfer. Bruder, das ist hart. Wer ist das, Dreddys? Bruder, das ist ein Mega-Eier, Digga. Ehrlich, das ist ein Mega-Eier, Cousin. Das ist auch ein Mega-Eier-Cousin, ehrlich. Das ist ein Mega-Eier-Bruder. Wie heißt er nochmal? Felfilini oder so. Fellini. Das Kauter. Du bist recalled, Cousin. Gib mal diese Mikrofone, Cousin. Boah, so viele Mikrofone davon sind kaputt gegangen in der Villa. Bruder. Das bin ich! Aber das habt ihr noch nicht gesehen, das Outfit. Das kommt erst in zweite Folge. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Eieiei. Bitte nicht verarschen! Oder präzise. Walla Amo, präzise Antwort, Bruder. 10 Länder aus Südamerika. El Salvador. Direkt das Schlimmste. Das habe ich gestern gesehen, Chile, haben wir gepostet. Peru, dick viral gegangen. Paraguay, Venezuela, Costa Rica. Stark. Das ist alles seine Quellen auch. Bolivien. Da kommt die Konis her. Bolivien, jetzt Kolumbien. Noch zwei. Alter, guckt euch mal an, wie der aussieht. Guckt euch mal die Kommentare an. Gio einfach Vater von Rap La Rue. Gio im Outfit von meinem Vater.
Gio nennt einfach Hälfte von nordamerikanischen Staaten. Gio einfach Familienvater. Bruder, die haben sein Ende gebracht, Cousin. Warte, Kolumbien, Brasilien. Nach Los Angeles. Ja, Brasilien, Argentinien natürlich. Fast fertig. Und, einmal gut, Applaus für Gio. Uruguay. Wow. Haaland, wie gut warst du in der Schule? Ich bin in der Schule. Ey, man vergisst es, gell? Haaland ist erst 17, Digga. Das ist krass, Bruder. Der ist immer noch Schule, Cousin. Wie heißt der Präsident der USA? Bio und so hat der Geschichte. Ich bin in der Schule, aber ich schreibe nur meine Texte. Stopp! Was ist? Sag nochmal. Ist George Washington richtig? Geil. Also, Haaland, was sagst du? Joe Biden. Wer hat dir das vorgesagt? Krank. Jakey! How you been? I'm good, bro. Jake, this is Damo. Damo, this is Jake. Das sind Mods von ihm, gell? Die beiden. Hey, Damo. How you been? Ja, ich glaube, das sind seine beiden Mods. Nicht lachen, Bruder, warum soll ich lachen? Meine Mods sehen genauso aus, Cousin. So. Aber warum sieht der Typ ein bisschen aus wie ich? Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie ich, gell? Der hier unten? Dalmo sieht aus wie... Der sieht ein bisschen aus wie ich, Cousin. You know, I just want to introduce you guys. You guys mean a lot. Both of you guys mean a lot. Damo helps moderate my Discord, Jake, and then... Yeah, Damo in my Discord. Oh, really? Oh, nice. You guys work with each other. That's awesome, bro. Yeah. That's what's up, man. Yeah, man. It's great. We all got to play a game sometime, bro. We got a game night. With cheese and cuff and stuff, you know. We'll make it fun. Yeah. Bruder, ich habe ganze Zeit so eine ehrenlose Frage in meinem Kopf, Bruder. Aber ich will die nicht stellen. Hey, Jakey. How you been? I'm good, bro. Ja. Wir wollten eigentlich gerade. Alter, ich wollte dieses Video gucken. Ich hab's noch nicht geguckt. Slime, ich bin aus Österreich. Bruder, passt auf. Ich sage jetzt was und ich will mich unbeliebt machen. Money Boy ist fresh, Cousin. Money Boy hat Drip, Cousin. Money Boy ist Baba, Bruder. Ehrlich. Ich latsch ein Money Boy, ein Iftar mitstream bei mir im Stream, Cousin. Aber du musst fasten und darfst kein Schweinefleisch essen an diesem Tag. Und kommst hier bei mir im Stream, wir machen ein dicks Iftar mitstream, Bruder. Reich, doch in dem Middle East gelte ich als größter Scheich. Ich verdanke meinen Wohlstand fossilen Energieträgern. Deshalb ist die Uhr nicht von fossil, sondern AP-Player. Ich bin im Erdöl-Biss, ich bin kein Content-Creator. Also komm und verbreite keinen Nonsense, du Hater. Chee. Der ist cool, Sag. Bruder, ehrlich, er ist cool. Ich will mir noch ein, zwei Freestyles von ihm reinziehen, Digga. Rappt er überall? Ja, ich bin nach Dubai gezogen. Wenn du sagst, du wohnst in Dubai, hast du geil gelogen. Deine Freundin hat dich mit diesem Cool Guy betrogen, denn sie weiß, Money Boys fly wie Flugzeugpiloten. Mhm. Ja, ich mag dieses Dubai-Life und deine Chick, ja, sie findet meine Blue Eyes nice. Wenn ich sie sehe, wird die von diesem Dude gleich steif. Man sieht, wie ich in einem Lamborghini Coupe meist drive. Ich bin fly wie eine Concorde. Und ich kopp der Chick Python-Leder, High Heels mit Glitzer von Tom Ford. Drip. Ich hab wie Mohammed bin Rashid Al-Maktoum eine Mega-Yacht. Du trinkst noch immer billig Wein aus einem Tetra-Pack. Tschüss. Bruder, sheesh. Der Boy ist fresh, sheesh. Ehrlich feier ihn, Dreddys, weil er hat sich nie verändert. Der ist immer gleich geblieben. Immer gleich scheiße, Bruder. Das ist sympathisch, wirklich. Ich hab einen Hund gestreichelt und gesagt, Elvin, du bist ja voll weich. Komm, ja, guck. Ist witzig.
Warum lachst du, warum guckst du mich an? Ich weiß nicht, weil du. Bruder, ey, warum sagst du? Warum redest du mit ihm? Warte mal, warum redest du mit ihm? Warte mal, warum redest du so mit ihm? Was ist los? Wir können auch anders Superstars mal Superstars. Wir sind von immer noch von Gosse. Zieh mal deine Hose aus. Hast du Geld dabei? Ich hab einen Hund gestreichelt. FIFA Street, 7 Ribery, Tricks mit diesmal Jeans, auf Jill Venture S Express, ich wie Frank Lepper Taktik, ein Doppelpass. Warum hat er aber den Sound hinten dran gepackt? Und ich fang schießt so wie Benzema Hattricks. Wow! Ja, der hat einen räudigen Tunzi, der will nur 2 Dinar haben, Bruder. Ach du Scheiße. Was geht, Leute? Ich bin's, J.U. Ach du Scheiße. Der einzig wahre Team. Rettungsschwimmer. Leute haben mich belächelt für mein letztes Video. Und jetzt fragt ihr euch auch bestimmt, warum hat der Typ eine Mütze zu Hause an und dies, das. Fragt euch lieber, warum ich Schienbeinschützer zu Hause anhabe. Wisst ihr warum? Weil ich der Team-Captain bin. Fürs Team, für Breel. Okay, Dreddys, eine Frage an euch. Ihr habt ja mitbekommen, JU ist Team-Captain. Und er wird gegen Haaland antreten. Was denkt ihr, wer gewinnt? Welchen Team seid ihr? Stabiler Mulatto, Nana M-Bang, Mikro Squad Gang, wie eine Family, alle Cousins. Turn up auf Handys, die Nigo ist brennt. Drogen Masari, die Straße wird trennt. Puto! Step out, I'm rolling. Black O, Black O, Pro. Stabiler Mulatto, Nana M-Bang, Mikro Squad. 1:1, ich wollte das Video gerade liken, aber hab ich schon. Der nächste heißt Haaland 9.9. Also Haaland mit Doppel-A. Geil, geil, geil. 936. Frankfurt. 936? Mhm. Aus Sossenheim, oder nicht? 936 Sossenheim. Hey, was Sossenheim, Mann. Sossenheimer Doppel-Rhymer. Er ist nur erschossen, Kleiner. Haaland ist so ein Fuchs, ja. Zu dieser Zeit hatte er noch nicht mal Instagram und er hat sich während der Reaction, erinnert ihr euch noch? Instagram gemacht und ihr habt ihn dann alle gefolgt, Cousin. Alles Arisis! Karthago! Das Kommentare, ja, ja. Jetzt Walla hat er Feature Karthago mit Zadig. Guck mal, Dreddys, ich bekomme das ja auch mit, dass Haaland, dass die Leute den haten. Und egal, was der macht, ist scheiße. Und egal, was Ding ist, scheiße. Und er gewinnt eh nur, weil er bei Seiten auf Null gesigned ist und so. Die erste Sache ist, Cousin, ich und Zadig haben aktuell kein freundschaftliches Verhältnis miteinander. Wir hatten sogar Streit. So. Die Leute wissen erstens nicht, wie dieses Turnier ausgeht. Eine Sache leak ich euch sogar jetzt. Es haben Leute gewonnen, wo man niemals mit rechnen würde. So. Aber es geht auch gar nicht darum, wer am Ende noch dasteht, sondern es geht darum, dass dieses Format einfach Leute pushen will. So. Und ich und Zadig haben keinen, aktuell, wir haben keinen Streit, wir haben alles Khair gemacht, wir haben geklärt und wir haben Frieden und wenn wir uns sehen, geben wir uns ganz normal die Hand und wir haben auch kein Ding, aber wir sind jetzt auch nicht BFs wie früher. So, ja? Wir sind keine eng Friends. Aber ist alles gut. Keiner ist böse auf niemanden. Es gab so eine kleine Meinungsverschiedenheit und man hat dann einfach beschlossen, getrennte Wege zu gehen. So, ja? Einfach cool so. Jeder hat sein Ding, so Meinung und dann war auch kein Streit, immer noch Liebe für ihn. Wenn er irgendwas braucht, ich bin immer direkt da, alles ist entspannt. So. Aber nur um diesen Vorwand zu entkräften, hey, guck mal, Haaland wird deswegen gepusht oder er oder Ding oder gar nicht, Bruder. Gar nicht, Cousin. Ich bin einfach wirklich Fan von ihm. Einer schreibt zum Beispiel hier, lyrisch stark, null. Bruder, das sind Mero-Hörer, Bruder. Was soll ich sagen? Die kennen diese Technik, Mechnik und so gar nicht. Ja. Walla, krass! Baba! Sossenheim, Bruder, bitte sei gut. Wenn warum du nicht ist das Video bist, so klein? Weiß ich nicht. Ey, Tiki-Taka im Fluchtwagen schwarz. City Haaland, Left auf Kunstrasenplatz. Meine Schusswaffe Matra per direkt Abnahme. Mit den Spannschuss in die Winkelquadrate. In Viertel Garagen, schwarz Schusswaffe glänzen. Wie Sami Sadik am Campus Haltestelle. Anzug trage Ehre über City Trikot. Verstecken die Tüten
vor Zivilkriegbos. Chimiki los in der schmalen B-Squad. Mit Pass durch die Gasse wie Hank im Siege. Salim schießt Splash. Guck meine Dribbeltechnik. Bumme scharf wie in Sossenheim. Chicken Sandwich. Ficke den Starter an die Klapulis. Halte die Kugeln wie Kepa Lori. Ich pack es ab am Bahnhof fahren. Lack aus Taschen. Ach, easy. Ficke den Starter an die Klapulis. Halte die Kugeln wie Kepa Lori. Ich pack es ab am Bahnhof fahren. Lack aus Taschen. Ist Digga, cool, ist Digga. Walla ist cool, Digga. Bruder, diese Tanz. Sonst wird nicht gespielt. Leute, macht mal jetzt hier die 200 Zuschauer voll. Und dann wird ausgepackt. Leute, auf jeden Fall, guck mal. Wir haben erreicht. Guck mal, ich mach sogar Reezy. Mein Bruder Reezy, jetzt leise. Ja? Leute. Rap La Rue, ne? Der nächste, Digga. Es hat alles angefangen. Der nächste, Bruder. Und ich dachte mir so, oh, man, guck mal jetzt, was passiert. Und. Leute, ganz wichtig, ganz kurz, macht Screen Recording jetzt. Macht mal bitte alle ein Screen Recording. Macht mal bitte alle ein Screen Recording jetzt. Wichtig, wichtig. Es wird aus. Postet das gerne. Postet das alle gerne, weil ich werde jetzt. Aber ey, Leute, macht erstmal alle ein Screen Recording. Ich werde jetzt die Wahrheit auspacken über Rap La Rue. Ich werde jetzt die Wahrheit auspacken über Rap La Rue. Ich werde jetzt die Wahrheit auspacken. Pass auf, Dreddies, wegen diesem Video, Nemo hat mich sogar angerufen. Packen über Rap La Rue. Soll ich auspacken? Rap La Rue ist auch hier drin. Ich sag euch ganz ehrlich, natürlich, ihr wisst, es gibt Verträge, es gibt dies, es ist alles ein Business, aber ich packe jetzt gleich aus. Tippt alle mal hier jetzt richtig drauf. Und ganz, ganz wichtig, Leute, wir sind gerade mal jetzt 320 Leute. Lasst uns mehr Gas geben. Hä? Geht bitte alle auf meinen Account drauf. Geht alle auf meinen Account drauf. Und benutzt Lagos Bandit. Lagos Bandit. For one, Naina, Frankfurt City, bis nach Niger. Odogu atakata yuata gowanne. Wer will spielen? Wer will spielen? Wer will denn spielen? So. Leute, komm, wir packen aus jetzt. Ich sag euch ganz ehrlich, bei Gott. Pass auf. Bei Gott. Soll ich sagen? Ey, die werden mich so auf. Bei Gott, Rap La Rue. Jeder Newcomer, der sich für Rap La Rue anmeldet, macht alles richtig. Weil Rap La Rue hat mich gerettet. Rap La Rue hat mir das gegeben, was ich nicht hatte. Aufmerksamkeit. Wir sind 400 Leute jetzt, bei Gott. Ich. Nein, Bruder, Mufasa ist erst so süß, Bruder. Nemo ruft mich an, gell? Der sagt, Bruder! Morgens. Was wird da los und so? Ich war gerade auf TikTok. Wieder irgendein Newcomer, undankbarer. Dies, das. Ich sag, hä, was passiert, Bruder? Was ist los? Alles gut und so? Ich sag, wie kann das sein und so? Warum sind die so undankbar und so? Ich sag, was meinst du? Ich sag, dieser Mufasa und so. Ich sag, nein, Bruder, guck das Video zu Ende. Der hat's nur gemacht für ein bisschen Promo, dies, das. Am Ende, da sagt Rap La Rue ist die eins, beste Entscheidung meines Lebens. Da sagt, ach so, Bruder, ich habe dieses Video nicht zu Ende geguckt. Mufasa, du hast Nemo hochgenommen, Cousin. Du hast ihn hochgenommen, Cousin. Ich schwöre bei Gott, ich hatte noch nie 400 Leute in meinem Dings. Qua, wie ich hatte noch nie 400 Qua. Leute in meinem Leben. Wieso? Weil Rap La Rue mir gegönnt hat. Weil Rap La Rue mir eine Chance gegeben hat, weil Guck der Bruder süß. Sami, mein edler Bruder, weil der Bruder Sami Walla ist doch süß gesehen. Dieses Format aufgemacht hat mit den ganzen anderen Brüdern. Und Guck, wie er sich freut, Bruder, weil er 400 Zuschauer hat gesehen. Ich hab noch nie mehr. Walla ist doch süß, Bruder, ehrlich. Imagine your performance for the first time. Chat, guck mal, vertraut mir eine Sache, ich leake euch nichts. Vertraut mir eine Sache, ich leake euch nichts. Vertraut mir. Weil ihr schreibt schon alle wieder Leak, 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 ich leake nichts, Cousin. Ja, ich hab's gesehen. Es war einmal Skandal mit Maske und hier Skandal ohne Maske. Imagine your performance for the first time, Malibu. Baba Song, Digga, ehrlich. Baby, dann ist Hunger. Du hast meinen Kopf verdreht. Ich genieße den Moment. Ich liebe meine Therapie. Du weißt einfach nicht. Baby, 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 Baby,
Guter Junge, Digga. Bonus an euch aus dem. Ach du Scheiße, Digga. Jetzt guck mal. Seht ihr diesen Teufel Freddy Faulisch? Seht ihr diesen Teufel von Freddy Faulisch, Cousin? Was die jeden Tag mit Leuten gemacht haben, das ist so unfair gewesen, ehrlich. Guck mal, hier da vorne. Der Teufel, der höchstpersönlich. Immer ich, Bruder. Guck mal, Uzi. Wir wollen das Gin-Video. Walla, ich hab ein Video gesehen, gell? Da, ich weiß nicht, ob ich das leaken darf. Da ist Hamdi durchgedreht. Ich glaube, das war sogar an diesem Tag. Ehrlich. Ich bin nicht Echo, doch lebe den German Dream. Der geht so raus, gell, zu den Jungs. Der sagt zu denen so. Noch einmal, dann wird's ungemütlich. Noch einmal, dann werde ich ungemütlich und so. Und alle sind so ruhig und Amy fängt einfach an. Der lacht einfach so. Das war hart. Und der Villa war voll. League muss, ich hab's nicht, JU hat's. Ja, die, guck mal, das ist, ich sag euch mal so, wie der Verlauf war, okay? Am Anfang, als alle noch da waren, also viele noch da waren, da war die Stimmung jede Nacht so. Aber dann, wo nur noch 8, 9 Leute da waren, Top 10 nur noch da war, 8 Leute schon nach Hause geflogen sind, Bruder, wurde die Stimmung ernster, Bruder. Weißt du, da wurde es wirklich ernster. Das ist kein Fake-League, Ennis. Das ist wirklich, Bruder, dann war so, Tränen sind geflossen an einem Tag. Moral war so ein bisschen scheiße. Weißt du? Ja. Haben die Top 10? Könnte sein. Hätte er sich verdient. Ist ein guter Künstler. Oder nicht? Wir reden nach morgen nochmal. Und dann sag mir, ob es Fake-Leaks sind oder nicht. So. Hab so viel Ort in den Taschen, darum liegt die Bagging an wie eine Röhren-Jeans. Krumme Geschäfte, als laufe ich rum und verchecke paar Curve-TVs. Ein Zug von dem Gibbet macht, dass du in der Stille sitzt wie bei einem Friseurtermin. Feiern auf meinen Erfolg, darum siehst du mich jeden Tag Gläser füllen. Schau zu tief in das Glas, warum denk ich langsam ist Entleseprillen. Candlelight im Megawillen, statt dem Händelfleisch vom Kebabgrill. Langsam hab ich bisschen Angst davor, dass ich hängen bleib wie Tesafilm. Aber ich ball. Ey. Also geh aus dem Weg, wenn ich jump shoote. Für meine Ex bin ich wie Shaq, denn ich blocke direkt ihre Anrufe. Mache zu auf die Hände schmutzig. Ich glaube, ich bräuchte paar Handschuhe. Graben zu lange nach dreckigem Geld, denn wir suchten danach in der Schlammgrube. Ich leb nach meinem eigenen Gesetzbuch. Fick Fame und Hype, wann eins ist das nur. Sammy würde sagen, endlich schöne, unbenutzte Nomenreime. Bruder, Walla, danke schön. Walla, danke schön, Cousin. Bruder, das war so schön sauber gereimt, Bruder. Das war so schön sauberer Nomenreim, Bruder. So viel Ort in den Taschen, darum liegt die Bagging an wie eine Röhren-Jeans. Krumme Geschäfte, als laufe ich rum und verchecke paar Curve-TVs. Ein Zug von dem Gibbet macht, dass du in der Stille sitzt wie bei einem Friseurtermin. Feiern auf meinen Erfolg, darum siehst du mich jeden Tag Gläser füllen. Schau zu tief in das Glas, warum denk ich langsam ist Entlesebrillen. Candlelight im Megawillen, statt dem Händelfleisch vom Kebabgrill. Langsam hab ich bisschen Angst davor, dass ich hängen bleib wie Tesafilm, aber ich ball.
also geh aus dem Weg, wenn ich jump shoote. Für meine Ex bin ich wie Shaq, denn ich blocke direkt ihre Anrufe. Mach dir mir zu auf die Hände schmutzig. Ich glaube, ich bräuchte ein paar Handschuhe. Graben zu lange nach dreckigem Geld, denn wir suchten danach in der Schlammgrube. Ich lebe nach meinem... Bruder, ich bin ein Fan von ihm geworden. Das war schon gut. Warte, fang mal von vorne, warte. Natürlich, natürlich. Was ein hübscher Junge, seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich. Playboy, oder? Natürlich, natürlich. Haaland, also das war schon wirklich gut, Bruder. Okay. Aber du hattest auf jeden Fall zwei Wörter drin. Das war